Herzlich willkommen zur zweiten Vorlesung Literatur und Erinnerungskultur. Heute geht es um die Erzählung Was bleibt von Christa Wolf und öffentliche Debatten um Literatur nach dem Ende der DDR bzw. nach dem Ende des Mauerfalls und auf dem Weg zur deutschen Einheit. Nach dem Ende der DDR entstanden zunächst mal sehr viele engagierte literarische zeitdiagnostische Texte und es entstanden dann auch literarische Rückblicke auf die DDR. Diese beiden Perspektiven mischen sich, da habe ich gleich ein Beispiel dabei. Möchte aber eingangs nochmal daran erinnern, dass wir uns in erster Linie mit Texten beschäftigen werden, die eben auf die DDR zurückblicken bzw. von der DDR erzählen. Heute werden wir es mit einem Text zu tun haben, der noch in der DDR entstanden ist, aber eben dann 1990 erst publiziert worden ist. Auch das ist damit ein Text, der Teil ist einer Auseinandersetzung über den Rückblick auf die DDR. Das bedeutet, dass wir es hier sozusagen mit den Verhältnisbestimmungen von Vergangenheit und Gegenwart zu tun haben. Das heißt, Texte erzählen von der DDR in einem Kommunikationsraum für ein Publikum, das mit dem Transformationsprozess in Ostdeutschland vorwiegend befasst ist und auf die DDR zurückblickt im Bewusstsein einer abgeschlossenen oder bald abgeschlossenen Epoche und damit auch auf die Konflikte, die mit diesem Transformationsprozess einhergehen. Ich habe zunächst für den Einstieg als Beispiel, was meine ich mit literarische Zeitdiagnostik, zwei Texte mitgebracht, eigentlich zwei Lieblingstexte von mir, da reingeschmuggelt, nämlich von Thomas Rosenlöcher das Dresdner Tagebuch und die Erzählung Die Wiederentdeckung des Gehens beim Wandern. Der erste umfasst den Zeitraum September 89 bis zum März 1990. Und das Zitat Kolbe, also Uwe Kolbe, tut mir richtig ein bisschen leid. Er ist ausgerechnet jetzt versehentlich nach Amerika gefahren. Ist ein schönes Beispiel dafür, dass dieses Tagebuch vom Dabeisein erzählt, vom Ich weiß, dass ich Teil historischer Ereignisse bin und ich bin mittendrin und verhalte mich dazu. Also diese Chronologie der Ereignisse erzählt, mit dem Reflexion des der individuellen Erfahrung und der Teilhabe an diesem zeithistorischen Moment. Und der zweite Text beginnt dann tatsächlich mit der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion, also zu dem Zeitpunkt, wo sozusagen eine der Formulierungen ist, der Zug, der zur deutschen Einheit abgefahren war, die D-Mark in der Hand ist, also in Ostdeutschland eingeführt und die rechtlichen Regelungen, sozusagen die Vorbereitung für die deutsche Einheit eingeführt worden sind. Und das ist sozusagen ein symbolisches Datum, an dem die Zeitdiagnostik einen Blick darauf wirft, wie sich davor und danach einteilen, wie Subjekte, Individuen ihren eigenen Standpunkt in der Zeit markieren vor dem Hintergrund der zeithistorischen Erfahrung. Zitat, ob ich den Moment noch bemerkte, von dem an ich nicht mehr merkte, dass ich eine Westzeitung las, als ob wer ein anderer war, sein Anderssein wahrnahm. Erst nach dem Zusammenbruch sah der Systemimmanente seine Systemimmanenz. Wie konnte ich damals, ging der Refrain des selbstanklägerischen Verwunderns. Zitat Ende. Was hier wahrgenommen wird, ist, dass Subjekte Positionen finden und dass es sozusagen Sprechhaltungen sich entwickeln in der Auseinandersetzung mit der Frage, wer war ich damals in der DDR und wer bin ich heute? Also Selbst- und Selbstbilder in einen Prozess der Reflexion, der Befragung und möglicherweise auch der Neuinterpretation gebracht werden. Und das ist natürlich auch etwas, was im Kommunikationsraum für die Texte gilt, die von der DDR sozusagen dominant erzählen, wo das dominante Thema ist. Wer war man in der DDR? Wie schaut die Gesellschaftsbeschreibung aus? Der Kommunikationsraum ist, darum habe ich das gerade für die beiden Texte von Thomas Rosenlöcher
mit erwähnt, ist sozusagen der Transformationsprozess bis zum Mauerfall und dann auf dem Weg zur deutschen Einheit mit verschiedenen Stationen, die verknüpft sind mit Hoffnungen von auf einen sozusagen Reformprozess in der DDR bis hin sozusagen zu den Volkskammerwahlen, wo klar ist, dass die deutsche Einheit der Weg ist, für den sich die meisten Wählerinnen und Wähler entschieden haben, und dann eben der 1. Juli Währungswirtschafts- und Sozialunion als dieses reale, aber auch eben extrem symbolische Datum für den Transformationsprozess. Und uns interessieren heute die Demonstrationen am Alexanderplatz am 4. November 1989, auf der Christa Wolf eine der ganz prominenten Rednerinnen war, die sich für eine Reform der DDR ausgesprochen haben, also für diejenigen stand, die sozusagen eine reformsozialistische Position vertreten haben, die der 1. Juli insofern als die Erzählung knapp einen Monat zuvor erschienen ist und wir sozusagen mit unserer Literaturkritik quasi uns in einem zeitlichen Raum befinden, in dem die schon diese Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion greifbar war und deswegen sozusagen die Debatten um welche alternativen Wege hätte es gegeben, wer freut sich jetzt auf die deutsche Einheit, wer jubelt über die deutsche Einheit und wer hat da etwas, wer hat da Bauchschmerzen, wer hat Kritik an diesem Prozess, sozusagen nochmal ganz virulent war. Wenn wir darüber sprechen, wie man vom Leben in der DDR erzählen kann nach 1989, ist klar, dass die Autorinnen aus der DDR, die schon in der DDR geschrieben haben, eine Perspektive von Weiterschreiben, Umschreiben mitführen im Werk. Das heißt, wir haben insgesamt natürlich ist festzustellen, dass wir Themen haben wie Sozialisationserfahrung, Generationenkonflikte, Haltungen zum Staat DDR, die vorher natürlich in der Literatur vor 89 schon da waren. Und die Frage ist, wie werden die fortgeführt, zugespitzt, neu perspektiviert? Und die zweite, diese Frage richtet sich natürlich auch an die Autorinnen, die erst nach 1989 anfangen zu schreiben und aber auf eine ostdeutsche Perspektive festgelegt werden oder von dieser Erfahrung her beurteilt werden. Also jüngere Autorinnen, die dann erst anfangen zu schreiben, aber im Kontext, was ist eigentlich ostdeutsche Identität? Und welche Erfahrungen, Sozialisationserfahrungen aus der DDR sind möglicherweise für ihre Perspektive auf die DDR wichtig im Werk? Sozusagen diese zwei Weiterschreiben bzw. Neuschreiben-Perspektiven werden wir mitnehmen. Oder die nimmt auch die Literaturkritik zur Kenntnis. Dann, das hatte ich schon erwähnt, wie verhalten sich eigentlich literarische Erinnerung und Gegenwartsdiagnostik zueinander? Da haben wir heute quasi eine Fallstudie auch dafür. Aber das ist insgesamt nochmal eben der Blick auf den Kommunikationsraum, von dem literarische Texte bewertet werden. Und dann der Aspekt DDR als abgeschlossene Epoche. Was bedeutet das nicht nur für das Erzählen, sondern vor allem für die Wertung von Literatur in Literaturkritik und Wissenschaft? Also das sind drei Themenkomplexe, die heute alle zur Sprache kommen werden, aber die grundsätzlich unsere nächsten Sitzungen über vom Leben in der DDR erzählen begleiten werden. Das Ganze hat eine institutionelle Perspektive, die ich heute nur streifen kann, aber zumindest erwähnen möchte. Insofern als die Literatur aus der DDR, und das ist der Begriff, den ich bevorzuge gegenüber DDR-Literatur, im Deutschunterricht keine Rolle mehr spielt. So, die ist abhanden gekommen, stellt Klaus-Michael Bogdahl in der Einführung des Deutschunterrichtshefts Was bleibt? Erinnerung an die DDR-Literatur fest. Und ich sehe nicht, dass sich seit 2014 hier irgendwas dran geändert hätte. Das literarische Nachleben der DDR ist
wird zwar weiter diskutiert, aber der, ich sag mal, die Forschung könnte vitaler sein, könnte sich mehr um diese Texte kümmern. Und der Umgang mit der Literatur aus der DDR im vereinten Deutschland ist, glaube ich, immer noch geprägt von den Querelen aus dem Anfang der 1990er Jahre. Also jetzt nicht, was die jüngeren Autorinnen anlangt, sondern was die Wertschätzung von Literatur aus der DDR der älteren Autorinnen betrifft, wo man, glaube ich, Schwierigkeiten hat, mittlerweile Perspektiven zu finden, die den Eigenwert oder auch den ästhetischen Eigenwert dieser Texte mit wertschätzen und sie nicht ausschließlich als hier lernen wir was über die DDR oder im Zweifel über das Literatursystem der DDR aus dieser Perspektive betrachten. Aber das ist wäre jetzt ein langer Exkurs, den ich hier aber sozusagen schließe. Wichtig ist aber, dass wir diese institutionelle Perspektive mitführen und deswegen ist mir zum Beispiel wichtig, dass ich relativ regelmäßig auch Seminare mache zu zum Beispiel Generationenkonflikten in der Literatur der DDR und sozusagen damit auch an diesem Gedächtnis mitarbeite weiter und diese Texte nicht alle einfach plötzlich unter den Tisch fallen. Wenn wir fragen, wie wird von der DDR erzählt, dann gehen wir immer von Perspektiven aus, die von den Figuren bzw. in Erzählerinnen, Erzählern entworfen werden. Und ich hatte letzte Woche schon gesagt, hier geht es nicht darum, selbst zu bewerten, was sind typische Erfahrungen, sondern was wird als typisch beschrieben, was wird als kollektive Erfahrung, was wird als individuelle Erfahrung ausgeschrieben und wir fragen dann auch mal typisch für wen, wenn das behauptet wird. Da werden Beschreibungen einer Gesellschaft und eines Staates sichtbar in den Konflikten von Individuum und Staat. Das ist eines der großen Themenfelder schon für die Literatur aus der DDR. Und in diesen Beschreibungen gelebter Erfahrungen sehen wir also bestimmte Bilder von Gesellschaft, die entworfen werden und die kann man ich habe jetzt mal ein paar Begriffe mitgebracht und natürlich unter sozusagen Begriffe der Gesellschaftstheorie packen. Ganz prägnant ist Erziehungsdiktatur, weil man die Geschichte der Literatur aus der DDR eigentlich als Auseinandersetzung mit dem Konzept Erziehungsdiktatur beschreiben kann, zunächst sozusagen von der Aufbauliteratur positiv ausgehend, Ausbildung einer sozialistischen Persönlichkeit, was waren da für Zielsetzungen und wie wollte die Literatur über die Figuren und den realistischen Sozialismus sozusagen versuchen, an der Bildung von sozialistischen Persönlichkeiten mitzuwirken, wie ist dieses Konzept in die Kritik geraten, im sozusagen Ausbalancieren von Rechten und Pflichten von Individuen gegenüber dem Staat. Sozusagen, das ist eine Perspektive, die ganz zentral ist und die wir auch finden werden jetzt dann in den Auseinandersetzungen oder in den Rückblicken, in den Abschiedsszenen von der DDR nach 1989. Vielleicht nur drei, sozusagen Überwachungsstaat, also das Thema Staatssicherheit und Überwachung hat einen ganz großen Raum, Erziehungsdiktatur hat weiterhin einen großen Raum, aber auch Fürsorgediktatur. Und das werden wir sozusagen. Die verbinden sich miteinander, haben aber sozusagen stellen unterschiedliche Perspektiven der Einbindung von Individuen beziehungsweise Überwachung von Individuen und der Auseinandersetzung zwischen Individuum und Staat in den Blickpunkt. Also es ist nur mal zu sagen, man kann das unter Begriffe bringen, wenn man fragt, was von welchen Erfahrungen wird dominant erzählt im Verhältnis von Individuum und Staat. Jetzt aber zu Christa Wolffs, was bleibt? Wir betrachten die Erzählung jetzt mit Blick auf die Frage, inwiefern sie ein geeigneter oder auch nicht geeigneter Anlass einer Debatte über Literatur war, die dann stattfand, die man deutscher Literaturstreit oder deutsch-deutscher Literaturstreit nennt. Deutsch-deutsch nicht, weil es Ost- und Westkritikerinnen gegeben hätte, sondern weil deutsch-deutsche Verhältnisse Gegenstand des Streites waren. Ausgangspunkt der Frage war, ist, was bleibt eine angemessene Form literarischer Erinnerung? Kurzformel wäre, wer darf wie, woran erinnern? Wer stellt welches Selbstbild von sich
nach 1989 her und wird das als angemessen oder als unangemessen wahrgenommen. Und der Literaturstreit um Christa Wolf zeigt, dass es sozusagen als unangemessen wahrgenommen worden ist von einigen, wie sie sich mit diesem Text nach dem Mauerfall und im Juni 1990, eben also kurz vor der Wirtschafts- und Sozialwirtschafts- und Währungsunion präsentiert hat. Das heißt, es sind klar ethische Maßstäbe der Literaturkritik und umso interessanter ist, dass daraus eine Debatte über das Verhältnis von Ethik und Ästhetik insgesamt entstanden ist. Dabei geht es auch um die Bedeutung der Literatur aus der DDR und um die Frage, wie Autorinnen, das Verhältnis von Autorinnen, Intellektuellen zum Staat und konkreter noch zur Staatssicherheit war. Also grundsätzlich wurde über Diktaturerfahrungen gesprochen, aber die Debatte hat sich dann ausgeweitet über die Mitarbeit hin zur Frage nach der Mitarbeit von Autorinnen in der Staatssicherheit, zum Beispiel als Kontaktpersonen. Das werde ich heute nur streifen, das wird uns aber auch nochmal beschäftigen. Okay, die Erzählung Was bleibt ist entstanden im Juni, Juli 1979 und Christa Wolf hat sie nicht veröffentlicht, beziehungsweise gar nicht erst versucht, sie zu veröffentlichen, hat sie also in der Schublade gelassen und im Text ist vermerkt, dass diese Erzählung überarbeitet wurde nach dem Fall der Mauer. Es ist aber nicht vermerkt, was überarbeitet worden ist und das war ein zentraler Stein des Anstoßes. Die Frage, präsentiert sich jemand als Reflektierter und als er das damals war und behauptet aber eigentlich, er sei es damals schon gewesen. Die Erzählung erschien am 5. Juni 1990 und hat sofort kritische Reaktionen hervorgerufen. Aber bevor wir zu den Reaktionen kommen, erstmal ein bisschen in den Text. Wovon erzählt Was bleibt? Vom einem einzigen Tag im Leben einer prominenten Schriftstellerin in der DDR in den 1970er Jahren. Und diese Autorin weiß, dass sie seit 2 Jahren von der Staatssicherheit überwacht wird. Das ist auch eines der zentralen Themen, nämlich nachzuvollziehen, was diese Überwachung mit dieser Autorin macht. Die Autorin im Text bleibt namenlos, aber es ist sehr deutlich, dass sie eng angelehnt ist an Christa Wolf und sie setzt sich mit ihrer Rolle als Autorin in der DDR und mit ihrer Haltung zum Staat DDR auseinander und kommt zu der Erkenntnis, dass sie allmählich, ohne es selbst wirklich gemerkt zu haben, nun feststellen muss, dass sie einen Einstellungswandel vollzogen hat. Leitmotive, es gibt 3 Leitmotive des Erzählens. Die Frage, was bleibt? Wo die Rolle der eigenen Person und der eigenen Generation in den Blick genommen wird. Dann die Überwachung und das ist leitmotivisch, weil immer wieder die Frage kommt, ob die Mitarbeiter der Staatssicherheit eigentlich noch vor dem Haus stehen. Das heißt, die Überwachung ist präsent während des gesamten Tages. Und das dritte Thema ist die Suche nach einer neuen Sprache. Und diese sprachkritische Perspektive verbindet sich mit der Hoffnung, dass es eine wahrhaftigere Beschreibung der Verhältnisse geben könnte. Und die Person, die sowas äußert, sieht sich offensichtlich noch nicht in der Lage, das selbst zu tun. Das heißt, es ist eine Beschreibung eines noch nicht, aber hoffentlich irgendwann. Die Auseinandersetzung mit den Generationen zeigt sich, also mit generationenspezifischen Prägungen zeigt sich nicht nur individualbiografisch, sondern auch wird interpersonell im Text ausgestaltet, indem eine junge Frau, hier das Mädchen genannt, sich an die Autorin wendet, die klar dissidentische Positionen vertritt und die Autorin beeindruckt in ihrer Radikalität und in ihrem Engagement darin, dass sie alles auf eine Karte setzt. Und ehrlich beschreibt, was sie an dieser Gesellschaft stört. Und die Autorin formuliert das so, Zitat, das Mädchen fragte nicht krämerisch, was bleibt. Es fragte auch nicht danach, woran es sich erinnern würde, wenn es einst alt wäre.
Das heißt, in der Auseinandersetzung mit der jüngeren Generation, und zwar hier eine Autorin, merkt die Autorin von Christa, die im Text von Was bleibt beschrieben wird, ihre eigenen Defizite. Ja, also in der positiven Beschreibung oder in der bewundernden Beschreibung des Mädchens steckt die Selbstkritik drin und die ist direkt mit dem Titel des Textes Was bleibt verknüpft. Und damit auch mit einer Zukunftsperspektive, die nicht in der eigenen Generation gesehen wird. Dieses Es geht ums Zukunft, was bleibt, ist ganz klar mit der jüngeren Generation verknüpft, auch wenn, wie schon beschrieben, die Hoffnung da ist, dass man selber dazu auch etwas hätte möglicherweise beizutragen hätte. Zitat, sollte ich mich nicht einfach hinsetzen an diesen Tisch, unter diese Lampe, das Papier zurechtrücken, den Stift nehmen und anfangen. Was bleibt? Was meiner Stadt zugrunde liegt und woran sie zugrunde geht. Dass es kein Unglück gibt, außer dem nichts zu leben. Und am Ende keine Verzweiflung, außer der nicht gelebt zu haben. Das falsche Komma ist von mir. Das nächste Thema ist folgende Überwachungsmaßnahmen. Und hier ist wichtig zu sagen, dass die Staatssicherheit nicht als Struktur beschrieben wird, sondern wirklich aus individualpsychologischer Sicht. Das heißt, die Folgen der Bewachung für die eigene Person stehen im Vordergrund. Die Angst, die Unsicherheit, das Fremdwerden in der eigenen Wohnung, die wird zum Beispiel in Spiegel zerschlagen und die Erzählerin stellt daran fest, dass es den Bewachern überhaupt nicht darum geht, zu vertuschen, dass sie überwacht wird. Und dass in ihrer Wohnung eingedrungen worden ist. Und diese Art von sozusagen Reflexion, was macht das mit mir selber, ist ein zentraler Gegenstand der Beschreibung. Das geht so weit, dass die Autorin ihren eigenen Tagesablauf so beschreibt, wie sie denkt, dass ihre Bewacher das aufschreiben würden und wie es später in ihrer Akte landen wird. Das heißt, sie beschreibt sozusagen, ne, setzt sich in ihren Schuhe und versucht zu überlegen, wie ihr Leben aus dem Blick ihrer Bewacher aussieht und was davon sozusagen festhaltenswert ist. Und sie stellt dann eben sozusagen in der Auseinandersetzung mit den Folgen fest, die diese Überwachung hat, nämlich zum Beispiel Misstrauen in der Kommunikation, wem gegenüber muss man aufpassen, wer ist möglicherweise auf einen angesetzt im direkten sozialen näheren Umfeld, stellt sie fest, dass sozusagen ihre antifaschistische Prägung, ihre antifaschistische Grundüberzeugung sie immer wieder zur Loyalität dem Staat gegenüber verpflichtet hat, dass sie aber auch ein gewisses Bedürfnis nach Anerkennung hat, in dieser sozusagen Harmonie wahrgenommen zu werden und dass die aber gleichzeitig eigentlich nicht mit dem Leben in der DDR und vor allem nicht mit der Tatsache, dass sie überwacht wird, in Übereinstimmung zu bringen ist. Das heißt, wir sehen einen langsamen Vollzug einer Selbstwahrnehmung, die mit einer starken Selbstkritik der eigenen Rolle einhergeht, die über Anpassung spricht, über Harmoniebedürfnis spricht, auch erklärt, woher das kommt. Aber durchaus mit einer kritischen Generation, Aufarbeitung generationsspezifischer Prägungen. Die Autorin setzt ihre Hoffnung auf die junge Generation und das wird neben der jungen Autorin, die sich eigentlich an sie gewandt hat, um sozusagen Rat zu bekommen, auch noch dargestellt über die Generation der Töchter. Es gibt ein Telefonat, in dem eine der Töchter sagt, Zitat, was ich noch sagen wollte, Sie haben ihr Recht, dir zu misstrauen. Und die Autorin antwortet, das fange ich gerade zu begreifen an, sagte ich. Es ist also ein Einstellungswandel, der aber stark selbstkritisch ist und sich mit den eigenen Privilegien auseinandersetzt, zum Beispiel in der Weise, dass sie sagt, ja, das Publikum, das mir in der Lesung im Kulturhaus sozusagen präsentiert wird, ist natürlich zum Teil handverlesen, aber ich habe eben die Möglichkeit, vor Publikum aufzutreten, mit Publikum in Kontakt zu kommen. Ich bin eine prominente Autorin und ich genieße Privilegien hier. Ja, ich werde überwacht, aber ich fühle mich trotzdem einigermaßen sicher, nämlich durch meine Prominenz geschützt. So. Also Abwägung, Aushandlungsprozesse, die einen starken selbstkritischen Tenor haben.
sowohl die generationenspezifischen Prägungen, die Auseinandersetzung damit, die Fragen, was bedeutet das für meine Haltung zum Staat DDR, als auch die Frage, welche Rolle spielen die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie kann ich die an die nachkommende Generation weitergeben, aber auch, wie funktioniert eigentlich Gedächtnis und Erinnerung? Also, ne, wie funktioniert zum Beispiel das Bewusstsein, in einer Diktatur zu leben, Diktaturerfahrungen zu machen und wie werden die kommuniziert? All das ist Thema von Christa Wolfs Werk. Eines, das ich herausheben möchte in diesem Kontext, ist eben Kindheitsmuster, wo zwei Fragen drin stecken, die wirklich für das Werk von Christa Wolf insgesamt von Bedeutung sind, nämlich: Wie sind wir so geworden, wie wir heute sind? Und was machen wir mit dem, was sich uns eingeprägt hat? In diesen zwei Fragen stecken Zeitperspektiven drin und stecken Themenschwerpunkte drin, wie eben die Auseinandersetzung mit Sozialisationserfahrungen und Prägungen und der Art, wie Individuen damit umgehen und Aufträgen für Individuen, sozusagen gesellschaftlichen Aufträgen für Individuen, die sie fühlen und mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Also was machen wir mit dem? Ne? Wer sind wir in der Gesellschaft? Wie nutzen wir unsere Handlungsspielräume? Aber auch möglicherweise, wo sind unsere Grenzen? Auch das in der Verhandlung zwischen sozusagen Handlungsspielräumen und zwischen Individuum und Staat sind zentrale Themen im Werk von Christa Wolf. Und Kindheitsmuster ist eine der Texte, die man da besonders in den Blick nehmen muss, weil auch da eben die Prägung sozusagen Diktaturerfahrung und Auseinandersetzung mit dem sozialistischen Menschenbild vor dem Hintergrund sozusagen einer antifaschistischen Grundüberzeugung thematisiert wird. Also das, was in Was bleibt an Kritik da ist, kann man, wenn man zum Beispiel auf Kindheitsmuster guckt, sagen, das ist tatsächlich nicht nach 1989 irgendwie erfunden worden, sondern das ist im Werk von Christa Wolf bereits drin. Wie wurde der Text nun diskutiert? Wir haben zwei Rezensionen, die den Streit eröffnet haben. Das ist einerseits Ulrich Greiner, Mangel an Feingefühl, und Frank Schirmacher, Dem Druck des härteren, strengeren Lebens standhalten. In beiden Texten wird kritisch dargestellt, dass sich Christa Wolf zu einer Person stilisiert, die sie nicht war, nämlich zu einem Opfer stilisiert und dass sie darauf keinen Anspruch habe. Das geschieht natürlich vor dem Hintergrund der Autorposition, die Christa Wolf in der DDR hatte, dass sie eine prominente Autorin war und dass offensichtlich die Erwartungshaltung der KritikerInnen war, dass man nicht als erstes mit einem Text in die Öffentlichkeit tritt, in der man nicht selbstkritisch sozusagen diese Position reflektiert in erster Linie, sondern eine Opferrolle für sich quasi ausschließlich angeblich reklamiert. Ich habe versucht, Ihnen darzustellen, dass der Text so nicht funktioniert, sondern eben komplexer ist, weil er durchaus Privilegien anspricht. Aber das wurde sozusagen das wurde nicht gesehen und skandalisiert, dass überhaupt sozusagen Christa Wolf von sich eine Erzählung herausbringt, in der sie als Opfer wahrgenommen werden kann. Und den Hintergrund bildet natürlich die Frage, wer war Christa Wolf in der DDR als Autorin, vor allem nicht nur zu der Zeit, zu dem der Text ursprünglich entschieden ist, sondern kurz jetzt vor dem Hintergrund von des Mauerfalls und der sich abzeichnenden deutschen Einheit. Und da gehört sie natürlich zu den reformsozialistischen Autorinnen, eine Position, die auch sozusagen, wenn wir auf die zum Beispiel auf die Demonstration auf dem Alexanderplatz blicken, zu Recht relativ schnell kritisch thematisiert worden ist, weil da nochmal Autorinnen sich quasi vor das Volk, die Bevölkerung, angeblich waren so etwa 1 Million an dieser Demonstration beteiligt, sich gestellt haben und sozusagen ihre
Position einer Vorsprecher- oder Vorbildrolle quasi nochmal eingenommen haben. Diese Kritik an dieser Position gab es schon, und die hat sich jetzt auf diese Opferdarstellung nach dem Ende der DDR quasi übertragen im Juni 1990. Zu sagen, Christa Wolf hat bis zum Ende quasi eine Position für sich reklamiert, eine gewissermaßen Erzieherin des Volkes zu sein. So wurde es kritisch thematisiert. Und diese sozusagen Selbstüberhöhung oder Vorbildrolle von Autorinnen wurde quasi kritisch thematisiert. Das muss man zusammendenken. Diese sozusagen unmittelbare zeithistorische Situation und die Position, die Christa Wolf hatte, und gleichzeitig sagen, die Kritik an diesem Text ist eine ethische Kritik, die von den eigenen moralischen Werten und Erwartungshaltungen ausgeht und da ganz viel ausblendet, was in diesem Text drin ist. Die sind nämlich für sich reklamiert, entscheiden zu dürfen, wer welche Erfahrungen sozusagen, welche Erfahrungen erzählenswert sind. Andere in dieser Debatte haben klar herausgestellt, dass die Erfahrungen, die die Autorpersonen in diesem Text beschreibt, der Überwachung, genau solche sind, die sozusagen zum Standardrepertoire der Staatssicherheit gehören und die auf individualpsychologischer Ebene natürlich genau diese Erfahrungen oder Gefühle auslösen und Erfahrungen auslösen, Erfahrungen hervorrufen, die in diesem Text auch beschrieben werden und es deswegen natürlich auch eine Anmaßung ist, zu sagen, ich darf entscheiden, dass du dich so nicht fühlen darfst und das dann nicht beschreiben darfst. Das heißt, worum es eigentlich geht, ist eine Behauptung von Deutungsmacht. Wessen Geschichte ist erzählenswert? Wer darf welche Erfahrungen erzählen? Und mit welchen Bildern sollen Autorinnen und Autoren nach 1989 verknüpft werden? Das heißt, es gibt eine Abrechnung mit Autorinnen, man muss es so klar beschreiben, die sich in der Wendezeit ganz offen zu ihren Hoffnungen auf die Reform der DDR bekannt haben. Und Christa Wolf, die eben zu einer dieser Autorinnen ist, wurde dann im Juni 1990 mit einem Text, wo sie sozusagen Opfer der Stasi ist, gesagt, da gibt es eine Schieflage. Ja, also das ist sozusagen nicht die Erwartung, die wir jetzt haben, zu sagen, dass eine eigentlich DDR-loyale Autorin, als solche wurde sie wahrgenommen, sozusagen sich nun als Opfer beschreibt. Das heißt, der zentrale Knackpunkt ist nicht, dass Christa Wolf von der Staatssicherheit überwacht wurde, dass das überhaupt thematisiert wird, sondern dass es nicht im Kontext thematisiert wurde eines Autorinnenbildes von Christa Wolf als einer prominenten Autorin, die als Staatsschriftstellerin nach 1989 diffamiert worden ist. Und dass das relativ einfach war, das so zu machen, hat natürlich damit zu tun, dass man sagt, sie ist immer systemloyal geblieben, insofern als sie nie wirklich Dissident war. Also sie hat kritische Positionen vertreten, aber war nie dissidentisch. Und das ist sozusagen skandalisiert worden, zu sagen, das war immer zu wenig. Alle, die grundsätzlich auf eine Reform der DDR gezielt haben, wurden als letztlich DDR-loyal wahrgenommen. Ja, so. Dass sie sich nicht den Staat DDR gewünscht haben, sondern für eine Reform des Staates DDR geworben haben im Herbst 1989, wurde da kurzum einkassiert. Ja, sondern sozusagen, ob das jetzt quasi Funktionäre waren der DDR-Kulturpolitik oder jemand, die sozusagen immer komplett staatsloyal waren, wie zum Beispiel Hermann Kant oder Christa Wolf, da wurde kein Unterschied mehr gemacht, sondern alle, die nicht komplett dissidentisch waren, waren quasi für die DDR. Das war die unterkomplexe, extrem antagonistische Position, in der quasi über die deutsch-deutschen Verhältnisse gestritten wurde. Und das kann man sich nur erklären, sozusagen die Vehemenz dieser Zuschreibungen, Staatsschriftstellerin, kann man sich nur erklären, wenn man sieht, dass
sozusagen das in der Gemengelage der Auseinandersetzung über den Transformationsprozess und der Erwartung ist, dass jetzt alle sich zu freuen haben auf die deutsche Einheit und dass man sozusagen einsehen müsse, dass die Reformbestrebungen im Hinblick auf die DDR quasi ein Fehler waren, dass es eine klar westdeutsche Sicht, die hier als im Hintergrund liegt, die quasi den Erwartungshorizont für den Text und für die Diskussion des, den Hintergrund für die Diskussion des Textes bietet und sozusagen zu einem polemischen Streit geführt hat. Das heißt, wir haben ein von Erwartungen umstelltes Rezeptionsumfeld, in das dieser Text gekommen ist und die zentrale, der zentrale Konfliktpunkt ist sozusagen die Autorposition und die Wahrnehmung, das Autorinnenbild von Christa Wolf zu diesem Zeitpunkt. Wie gesagt, die diffamierenden Etiketten sind Staatsschriftstellerin, womit auch verdeckt wird, wie erfolgreich Christa Wolf in Westdeutschland war. Also auch in der Bundesrepublik eine vielfach ausgezeichnete und gelobte Autorin. Und zwar nicht dafür, dass sie staatsloyal gewesen wäre, sondern für ihre Texte. Das wurde aber sozusagen kassiert. Und sozusagen die, ja, der Antifaschismus als Grundhaltung wurde sozusagen eindimensional als Loyalität gegenüber der DDR nochmal wahrgenommen. Die Selbstreflexion und Diagnosen der Erzählerin fielen dabei unter den Tisch. Thomas Anz hat in seinem Buch, es geht nicht um Christa Wolf, der Literaturstreit im vereinten Deutschland, die Debatte so auf den Punkt gebracht. Die Kritiker Wolfs können es sich leicht machen. Sie brauchen nur abzuschreiben, was die Autorin an kritischen Einsichten über sich selbst mitgeteilt hat. Wohl kein Autor aus der DDR hat während der Ereignisse der Jahre 1989 und 90, aber auch schon vorher so viel Trauerarbeit über den Verlust ehemaliger Hoffnungen geleistet und so stark auf kritische Selbstbefragung gedrungen wie sie. Das würde ich genauso unterschreiben. Das, was ihr vorgeworfen wird, an Privilegien, an den Anhänglichkeiten an den Staat DDR, nämlich an deren Existenz mit Blick auf Hoffnungen, ihn reformieren zu können, all das beschreibt Christa Wolf selbst. Interessant ist nun, dass Kritiker wie Verteidiger Wolfs in diesem Streit jeweils als Vertreter ihrer Generation aufgetreten sind. Wenn man den Band von Thomas Anz anguckt und die Stimmen, die er gesammelt hat, kann man das so eigentlich nicht. West- und Ost-Generationen kreuzen sich durchaus. Aber das ist sozusagen eine der Wahrnehmungen, die in diesem Streit immer wieder auch aufkamen. Und einer der Verteidiger von Günter Grass hat das zum Beispiel auch aufgegriffen in einer Rede und hat sozusagen das ganz stark zum Generationenkonflikt erklärt, nämlich zwischen solchen, die Erfahrungen haben mit der Verführung durch Ideologie, wie es am Schluss heißt, und solchen, die das nicht haben und mit leichter Hand die angeblichen Hinrichtungsvorbereitungen in der Kulturszene treffen. Das Wort Hinrichtungsvorbereitung ist ein bewusst polemischer, dramatisierender Begriff, aber man muss sich klar machen, und das macht der Band von Thomas Anz zum Beispiel auch wirklich klar, wie hart dieser Kampf geführt wurde. Und das, die Härte dieses Kampfes lässt sich nicht, der Auseinandersetzung lässt sich nicht erklären mit dem Werk Was bleibt von Christa Wolf, sondern mit dem, was auf dem Spiel stand, nämlich die Deutungsmacht über den Transformationsprozess und die Richtung dieses Transformationsprozesses. Das heißt, vom Jubel über den Fall der Mauer, der dann sozusagen dazu geführt hat, dass es eben einen langsamen Entwicklungsprozess zu, ne, über die Idee der Konföderation, der 10-Punkte-Plan von Helmut Kohl und so weiter, sozusagen ganz langsam zum eine Transformation hin zur deutschen Einheit geben sollte und dem, was im Herbst 1989 zum Beispiel auf dem Alexanderplatz noch die Hoffnung vieler war, eine Reform der DDR. Also diese Auseinandersetzung über den Transformationsprozess bildet den Hintergrund, der diesen Streit so heftig gemacht hat.
Warum aber, und das ist einer der ganz zentralen Punkte, das war zu schnell, warum aber ausgerechnet Christa Wolf? Ja, einerseits ist eben der Text erschienen und es gab einen Anlass über, wie viel Dissidenz ist Dissidenz genug, wie viel Kritik ist Dissidenz genug, zu reden. Und das heißt, darüber zu sprechen, wer in der DDR, mit welchen Standpunkten war man noch systemloyal oder nicht. Und vor dem Hintergrund ist es sozusagen kein Zufall, dass Christa Wolf so in den Mittelpunkt gerückt ist, weil sie als reformsozialistisch orientierte Autorin, wie zum Beispiel dann auch Volker Braun, für diejenigen stand, die eben interessant waren, sich anzuschauen, weil sie selber schon kritische Positionen gegenüber dem Staat bezogen haben, aber keine Schlüsse daraus gezogen haben oder keine Handlungsperspektiven daraus entwickelt haben, die eine konkrete Abwendung von diesem Staat zur Folge gehabt hätten. So. Das heißt, dieses Changieren war wesentlich interessanter als Figuren wie zum Beispiel Hermann Kant, der überhaupt keinerlei Einstellungswechsel erkennen ließ. Und der deswegen natürlich nicht zu einer sozusagen viel besprochenen Figur nach 1989 wurde, sondern es waren genau die Personen, von denen man gesagt hat, ihr habt doch eigentlich die Voraussetzungen, die intellektuellen Voraussetzungen, die Einsichten gehabt, die es euch ermöglicht hätten, sozusagen viel kritischer gegenüber dem Staat DDR Position zu beziehen. Und dass ihr das nicht getan habt, hat dazu geführt, dass dieser Staat quasi länger existiert hat, als er hätte müssen. Das war sozusagen die zeithistorische Diagnose im Jahr 1990, die dazu geführt hat, dass diese Personen, die eine kritische Perspektive haben, aber vor dem Hintergrund der Hoffnung auf die deutsche Einheit als nicht kritisch genug betrachtet worden sind, komplett sozusagen in Richtung systemloyal. Ne? Die ihr seid eigentlich schuld daran, dass die DDR so lange bestanden hat, geschoben worden sind. Das ist ein ähnliches Verhältnis sozusagen in öffentlichen Diskussionen, was wir später noch sehen werden, in der Auseinandersetzung mit der Staatssicherheit, wo auch viel mehr über die inoffiziellen Mitarbeiter, die zeitweiligen Kontaktpersonen gesprochen wurde, als eigentlich über und deren Schuld als über die hauptamtlichen Mitarbeiter. Die sind sozusagen interessanter, was die Fallhöhe anlangt. Das heißt, wenn man sich diese Auseinandersetzung ansieht, dann geht es um die Funktion des Autors im Moment des kulturellen Umbruchs und die Frage nach der Verantwortlichkeit und Schuld des Einzelnen in der Diktatur. Dass Christa Wolf zum zentralen Objekt wurde, mag man fragwürdig finden oder mag ungerecht erscheinen, aber es hat sozusagen eine gewisse Logik, weil es eine gewisse Fallhöhe hat. Ja, also diejenigen, die eben reformsozialistisch orientiert waren, sind interessanter gewesen, weil sie sozusagen schon kritisch gegenüber der DDR waren, aber nicht kritisch genug, wie schon ausgeführt. Und das sozusagen hat sie zu einem eigentlich nicht geeigneten, aber doch sozusagen nicht zufälligen Objekt der Debatte gemacht. Der Titel von Christa Wolfs Argumentation, Christa Wolfs Erzählung war zukunftsweisend, also ne, die Frage, was bleibt, hat die gesamten Diskussionen der 1990er Jahre bestimmt, was bleibt von der Literatur aus der DDR, aber dann auch, was bleibt von der deutschen Nachkriegsliteratur. Und jetzt ist die Folie dran, die ich kurz übersprungen habe. Denn der relativ schnell, wir sehen im November 1990, hat sich die Debatte um die Autorinnen aus der DDR und ihre Schuld oder Nichtschuld am sozusagen langen Bestehen der DDR ausgeweitet auf die gesamte engagierte Literatur während der deutschen Teilung. Und es wurde proklamiert, dass nun die Zeit sei, gewissermaßen nach dem Ende der deutschen Teilung, für eine von pragmatischen Belangen entlasteten von Literatur
Das heißt, man hat erst über die Diskussion der Rolle der Intellektuellen gesprochen und deren, sozusagen die Biografien ostdeutscher Schriftsteller als Bewertungskriterien für deren Texte herangezogen. Also wir haben eine stark moralisierende Literaturkritik gehabt. Und dann aber einen Wechsel zu sagen, mit Moral sollte es doch auch die Literatur eigentlich gar nicht zu tun haben. Und sozusagen die Debatte ist übergegangen hin, nicht von einer moralischen Bewertung der Literatur und der Lebensläufe der Autorinnen und Autoren hin zu einer Diskussion über das Verhältnis von Ethik und Ästhetik in der Literatur. Und auch da ist Christa Wolf und dann übrigens auch Günter Grass, waren eben die beiden, zwei ganz prominente AutorInnen, denen sozusagen die, an denen stellvertretend gesagt worden ist, deren Werk steht für eine politisch engagierte Literatur, die möglicherweise notwendig war, auch in der Bundesrepublik nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und die in der DDR staatlich sozusagen gefördert worden ist, ne? Also Stichwort sozialistischer Realismus, Entwicklung einer sozialistischen Persönlichkeit. Die Literatur hat einen Auftrag bekommen, sozusagen, ne, engagiert zu sein, politisch engagiert zu sein, politische Zielsetzungen zu haben. Und hat dann durchaus eine Rolle auch des kritischen Engagements im Laufe der Zeit übernommen. Und das mag alles mal sinnvoll gewesen sein, aber nun sei die Zeit quasi reif, nach dem Ende der deutschen Teilung, die Literatur zu entlasten. Ulrich Greiner hat das in dem polemischen Begriff der Gesinnungsästhetik gefasst. Zitat: Die Gesinnungsästhetik ist das gemeinsame Dritte der glücklicherweise zu Ende gegangenen Literaturen von BRD und DDR. Glücklicherweise, denn allzu sehr waren die Schriftsteller in beiden deutschen Hälften mit außerliterarischen Themen beauftragt, mit dem Kampf gegen Restauration, Faschismus, Klerikalismus, Stalinismus etc. Was hier Entlastung genannt wird, kann man natürlich in Frage stellen, denn warum sind das denn außerliterarische Themen? Was daran ist außerliterarisch, wenn Literatur Weltverhältnisse entwickelt, beschäftigt sie sich eben auch mit den Dingen der Welt und kann darauf auch engagierte Perspektiven entwickeln, das heißt bestimmte Perspektiven, auch kritische gesellschaftskritische Perspektiven entwickeln. Warum das außerliterarische Themen sein sollten, wäre hier zu fragen. Das ist auch thematisiert worden. Allerdings muss man sagen, dass es eine, sozusagen, auch wieder eine Bereitschaft gab, diesen Punkt zu spielen. Also zum Beispiel Karl-Heinz Bohrer hat in dasselbe Horn gestoßen und hat sozusagen mit den Repräsentanten einer West- und ostdeutschen Nachkriegsliteratur abgerechnet. Er hat Christa Wolfs Text Was bleibt? Gesinnungskitsch genannt und von Grass quasi gesprochen als einem Vertreter einer Literatur, zu dem man quasi ein quasi religiöses Verhältnis entwickelt hätte und von diesem Nimbus hätten die Autoren gelebt und damit müsse es nun ein Ende haben. Das heißt, die engagierte Literatur der deutschen Nachkriegszeit in Ost und West wurde plötzlich einer Generalabrechnung unterzogen und zu einer Gesinnungsästhetik verunglimpft. Der Literaturstreit ist damit zu einer Art gesamtdeutschen Kontroverse über zum einen das Versagen von Intellektuellen geworden und sozusagen im Kontext eben das Für und Wider der deutschen Einheit, weil es ist ja nicht zufällig, dass es sozusagen die gesamtdeutsche engagierte Literatur, dass da dann Günter Grass herausgegriffen wurde, weil Günter Grass auch einer der Kritiker eines schnellen Weges zur deutschen Einheit war oder überhaupt der deutschen Einheit, vor allem aber diese sozusagen Schnelligkeit der Entwicklung auch mit kritisiert hat, also ganz stark publizistisch präsent war als Kritiker im Prozess, in diesem Transformationsprozess. In den Lagern dieser Auseinandersetzung um die engagierte Literatur und ob man sie braucht, nicht braucht, ob sie ästhetischen Kriterien genügt oder ausschließlich sozusagen thematisch orientiert gewesen sei und damit literarisch minderwertig, haben sich Positionen von Ost und West sogenannter dissidentischer oder nicht dissidentisch markierter Positionen
gemischt. Das ist sozusagen die zweite Etappe des Literaturstreites. Die dritte, die machen wir heute nicht mehr, sondern die mache ich das nächste Mal, wenn es um Staatssicherheit geht. Da sind auch nochmal wieder die Biografien in den Vordergrund gerückt. Da geht es dann nochmal um die sozusagen Staatssicherheit und die Zusammenarbeit von Autorinnen mit der Staatssicherheit. Da geht es nochmal um Christa Wolf, aber dann zum Beispiel auch um Heiner Müller, aber auch die Berliner Prenzlauer Berg-Szene. Wichtig ist, dass wir uns zum Abschluss vergegenwärtigen, dass wir hier eben diesen Kommunikationsraum haben des Transformationsprozesses und für und wider deutsche Einheit und dass wir damit also eine politisch moralisierende Kritik haben, die selber aber für sich in Anspruch nimmt, sozusagen eine reine Literatur, also von dieser Perspektive eine, sozusagen einen reinen, wahren Literaturbegriff mit sich zu führen und die behauptet, dass 1989 und das Ende der DDR gewissermaßen der Zeitpunkt sei, von dem aus eine neue Literatur, eine neue gesamtdeutsche Literatur beginnen könne, die nicht mehr engagiert sei, weil sie nicht mehr gebraucht werde. Wir haben dann natürlich in der gesamten 1990er Jahren eine Literatur, die gesellschaftskritisch, ganz vital den Transformationsprozess begleitet und die zu großen Teilen engagierte Literatur genannt werden kann und die offensichtlich in gar keiner Weise überflüssig war und deren ästhetische Qualitäten immer wieder diskutiert worden sind. Das ist sozusagen diese Ethik-Ästhetik-Debatte und die Frage um das Engagement von Literatur oder überhaupt den Wert gesellschaftskritischer Literatur begleitet die gesamten 1990er Jahre. Aber die Debatte ändert sich dann immer wieder bis hin zu dem sozusagen größten Punkt, der dann nicht mehr mit der DDR zu tun hat, sondern dann mit dem Erinnerung an den Nationalsozialismus zu tun hat, wo wir plötzlich wieder eine ganz moralisierende Literaturkritik kriegen. Auf diesem sozusagen Weg werde ich Sie mitnehmen in den nächsten Wochen. Zum Abschluss, der Begriff Gesinnungsästhetik ist präsent geblieben und auch der Literaturstreit ist präsent geblieben. Eine kleine spöttische Reminiszenz ist in Thomas Brussigs Roman Helden wie wir. Es hat einen deutsch-deutschen Literaturstreit gegeben. Heerscharen von Intellektuellen zerrten sich irgendwelche Christa-Wolf-Interpretationen zurecht. Ist ein kleines Element aus einer langen Auseinandersetzung mit Christa Wolf in Thomas Brussigs Text, mit der wir uns noch beschäftigen werden und in der auch geschlechtsspezifische Wahrnehmungen des Autorbildes und Perspektivierungen des Autorinnenbildes eine Rolle spielen werden, die ich heute jetzt nicht so in den Vordergrund gerückt habe, die dann aber noch zur Sprache kommen werden. Und das Zweite ist, nicht nur der Literaturstreit selber hat sozusagen eine literarische Karriere missgemacht oder hat zumindest ein literarisches Nachleben, sondern das gesamte Feld der Frage engagierter Literatur ist präsent geblieben. Ein Fall, an dem man das besonders schön sehen kann, ist der Nobelpreis für Elfriede Jelinek, wo Avantgarde versus engagierte Literatur ein Themenkomplex war, der sozusagen viele Debatten aus der Gesinnungsästhetik-Kontroverse wieder aufgerufen hat. Und das ist jetzt wirklich ein Zufallsfund. Ganz neu, also letztes Jahr, ist mir der Begriff populäre Gesinnungsästhetik plötzlich begegnet, und zwar in einer Rezension von Iris Radisch, dem Thema die Erinnerung an die DDR oder überhaupt nur engagierter Literatur nichts zu tun hat. In einer Rezension taucht das plötzlich auf, und was mit diesem Begriff sich hier verbindet, ist tatsächlich etwas, was auf die frühere Debatte zurückverweist, nämlich eine angeblich sozusagen pragmatische, nur thematische Auseinandersetzung einer bestimmten gesellschaftskritischen, hier nicht als fruchtbar angesehenen Kritik eines bestimmten oder Darstellung eines bestimmten Milieus. Und der Begriff hat, wie ich weiß aus Auseinandersetzungen, sozusagen gar nicht bei allen diese Kontroverse
aus dem Jahr 1990 und folgende wieder aufgerufen. Und deswegen ist es ein spannendes Beispiel zu gucken, sozusagen, wie solche Begriffe kontextgebunden sind oder nicht. Mir ist wichtig, dass Sie mitnehmen aus dieser Sitzung, dass das kein neutral beschreibender Begriff ist, sondern ein Begriff, der eine polemische Perspektive mitführt, die mit der Abrechnung bestimmter, mit der Abrechnung mit bestimmten Literaturpositionen ganz eng verknüpft ist und eben aus diesem Kontext der Literatur sozusagen vermeintlich ästhetisch minderwertiger Literatur kommt. Also ne, das sozusagen mit sich führt. Okay, die nächste Sitzung, wir haben jetzt heute Was bleibt gemacht, ist Kurt Travers Spiegelland gewidmet. Da geht es um den Generationenkonflikt. Ich werde außerdem ganz kurz Monika Marons Stille Zeile 6 mit in den Blick nehmen, wo auch Generationendebatten thematisiert werden und dann über Nikolai Kirche übergehen zu Thomas Brussigs Helden wie wir, wo es wieder um die Staatssicherheit geht, aber eine ganz andere Perspektive und ein ganz anderes Erzählen im Erinnern der DDR plötzlich spürbar wird. Bevor wir das machen, werden wir aber, und das ist ja mit Konzept der Vorlesung, die Generationenkonflikte für andere Themenfelder uns anschauen und von Generationenkonflikten zum Thema Familienroman gehen und hier auf die Auseinandersetzung mit dem Erbe des Nationalsozialismus gucken. Warum ich das mache und warum das interessant ist, diesen Vergleichsweg zu gehen, also Väterliteratur und Familienromane sich anzuschauen, das erzähle ich Ihnen dann beim übernächsten Mal. Ich hoffe, dass Sie was mitgenommen haben aus der Vorlesung. Für alle, die die Folien extra noch haben, überall, wo was unterstrichen ist, sind so ein paar Links, also zum Beispiel auf der Zeit, auf der kleinen Zeitachse am Anfang, da sind Links dabei, wo man sozusagen weiter gucken kann, was sich hinter sowas wie der Demonstration auf dem Alexanderplatz, aber auch dem 10-Punkte-Plan und so verbirgt, sodass Sie noch ein bisschen zeithistorisch nacharbeiten können, wenn Sie das möchten. Und außerdem habe ich noch hinterlegt auf der Lernplattform einen Aufsatz von Christa Wolf, der sich mit Kanonisierung, kurzzeitiger Dekanonisierung und Rekanonisierung beschäftigt. Denn die Kritik an Christa Wolf aus den 1990er Jahren ist auch im Verlauf der Zeit dann wieder eingeordnet worden und ist eingeebnet worden, möchte man fast sagen. Denn die Autorin ist neu rekanonisiert worden. Nicht mit Blick auf, sie ist definitiv wieder Schullektüre, aber im Hinblick auf die Anerkennung ihrer Leistung und literarischen Lebensleistung im literarischen Feld DDR und danach. Und sozusagen in dem Beitrag, den ich Ihnen eingestellt habe, bilanziere ich diesen Prozess und die poetologische Auseinandersetzung von Christa Wolf mit dieser Kritik. Denn man kann in ihrem Werk sehr schön nachvollziehen, wie sie selber die Fremdbilder, die ihr von sich in dem Literaturstreit, aber auch danach begegnet sind, im Werk wiederum verarbeitet. Das heißt, wir haben nicht nur Reminiszenzen von anderen Autoren, zum Beispiel auf den Literaturstreit, sondern wir haben poetologische Auseinandersetzungen hier von Christa Wolf mit den Bildern, den Autorschaftsbildern, die von ihr produziert worden sind in diesem Streit, aber vor allem dann nach 89 und wie die ins Werk eingegangen sind, das habe ich versucht nachzuvollziehen in diesem Beitrag und der ist deswegen zur eigenständigen Vertiefung noch in der Lernplattform. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und bis nächste Woche zu Kurt Travers Spiegelland. Tschüss!